Lord, we give you glory, all the honor. We have come into your presence, we will lift up holy hands. Lord, we give you glory, all the honor. We have come into your presence, we will lift up holy hands. Give you praise.
Father, you are the source of our love. Jesus, you are the source of our joy. Spirit, you are the source of our peace. Oh Lord, we live to do your will. Father, you ganz herzlich zu unserem mittlerweile dritten Online-Gospel-Gottesdienst am Sonntag Palmarum begrüßen. Es ist ja der letzte Sonntag vor dem Osterfest und leitet die letzten Tage im Leben Jesu mit einem feierlichen Einzug nach Jerusalem ein. Die Menge ist begeistert. Hosianna-Rufe begleiten seinen Einzug in die heilige Stadt. Palmenzweige werden vor ihm ausgebreitet. Eines Königs wäre dieser Einzug wirklich würdig. Dass es dann ganz anders kommt, das ist an dieser Stelle noch nicht klar. Der Evangelist Markus erzählt eine Geschichte, die uns heute begleiten soll. Es ist die Geschichte von einer, ja, ich nenne das die Geschichte einer liebevollen Verschwendung und bekannt als Salbung in Bethanien. Mehr will ich an dieser Stelle noch nicht sagen. Ich wünsche uns jetzt allen einen gesegneten Gottesdienst. Wir feiern ihn im Namen des Vaters, dessen verschwenderische Liebe sich in seinem Sohn offenbart hat. Im Namen Jesu, der die Menschen die Liebe des Vaters hat spüren lassen. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns immer wieder ermutigen will, in, mit und unter dieser Liebe zu leben und zu handeln. Musik.
Liebe, ich sage jetzt mal Online-Gemeinde, ich habe da mal eine Frage. Wann haben Sie zum letzten Mal etwas durch und durch Unvernünftiges oder Außergewöhnliches getan? Oder etwas, was nicht der Norm entspricht? Etwas, von dem man vielleicht verwundert gesagt hätte, wie? In deinem Alter? Oder man hat die Stirn gerunzelt und getuschelt, das gehört sich doch nicht. Oder man hat mahnend die Stimme erhoben. Sag mal, was ist dir denn in den Kopf gekommen? Da hättest du aber Zeit und Geld wirklich für etwas Besseres gebrauchen können. Wann sind Sie zum letzten Mal der Stimme Ihres Herzens gefolgt und nicht der Vernunft? Und wie war das? Wie haben Sie sich danach gefühlt? Hatten Sie Gewissensbisse? Wollten Sie am liebsten alles wieder ungeschehen machen? Haben Sie sich geschämt? Oder haben Sie es genossen, einmal fünfe gerade sein zu lassen, einmal aus der Reihe zu tanzen und die anderen einfach reden zu lassen? Es gibt ja im Leben oft diese beiden Stimmen oder Prinzipien, die sich immer wieder in die Haare kriegen. Da ist einerseits das Prinzip der Vernunft, so will ich das mal nennen. Die Vernunft fragt uns, was ist gut, was ist nützlich, was bringt dich weiter, was dient der Sache, welche Möglichkeiten bieten sich an, um die Probleme in deinem Leben zu lösen. Und dabei spielen auch immer Fragen eine Rolle wie, was findet in der Gesellschaft Anerkennung, was ist ein ihr konformes Verhalten, was wird von mir erwartet. Die Vernunft, die hält mich an, daran zu arbeiten, vorwärts zu kommen, Lösungen zu finden, Erfolg für mich und andere zu erzielen, Anerkennung und Zuspruch in der Gesellschaft zu finden. Auf der anderen Seite ist das Prinzip, ich nenne das jetzt mal der Ekstase und Leidenschaft. Da geht es um Sinnlichkeit, um Gefühle. Diese Stimme plant in uns nicht. Sie wägt auch nicht groß ab. Sie bedenkt auch wenig bis gar nicht die Folgen des Handelns. Dieses Prinzip strebt nicht nach einem höheren Sinn oder Zweck, sondern agiert nahezu zweckfrei, einfach aus dem Gefühl, aus dem Bauch heraus. Es gibt sich dem Moment hin. Es fragt nicht, was ist gut, sondern tut und genießt das Schöne des Augenblicks. Es lässt dich die Sorgen und Probleme ausblenden und vergessen und dich absichtslos einer Leidenschaft hingeben. Beide Prinzipien stehen nebeneinander. Beide erheben zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihre Stimme. Meistens streiten sie miteinander. Einig sind sie sich selten, aber beide gehören zum Leben und haben ihren Platz. Leider machen sie es nicht gerade einfach. Unser heutiger Predigttext ist ein Text, in dem diese beiden Prinzipien aufeinanderstoßen. Die Passionsgeschichte, die Geschichte, die den Leidensweg Jesu beschreibt, beginnt im Markus-Evangelium bezeichnenderweise mit dieser Geschichte. Ich werde sie gleich nach dem nächsten Lied vorlesen. I'm gonna let it shine. Jesus gave it to me.
it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Zehn Kapitel treibt das Markus-Evangelium die Handlung beinahe atemlos voran. Immer wieder fällt das griechische Wort eutys sofort, sogleich. Jesus zieht durch Galiläa und heilt viele Menschen. Die Ereignisse überschlagen sich förmlich. Eine Chronologie ist kaum auszumachen. In Kapitel 11 erreicht die Jesus-Bewegung dann Jerusalem und die Zeitstruktur der Erzählung ändert sich völlig. Die einzelnen Abschnitte werden jetzt an bestimmten Tagen festgemacht. Und wenn man genau hinschaut, stellt man fest, die letzten 5 Kapitel des Markus-Evangeliums umfassen 7 Tage, vom ersten Tag der Woche bis zum Sabbat am Ende. Die Geschehnisse verlaufen jetzt mitunter in quälender Langsamkeit. Der Sabbat am Ende dieser Woche wird mit keinem Wort gefüllt. An ihm herrscht Todesruhe. Dass die gute Nachricht dann weitererzählt wird, davon ist im Gegensatz zu Matthäus am Ende des Markus-Evangeliums keine Rede. Wohl aber in jener Erzählung, die mitten in der markinischen Passionserzählung steht, eben der Salbung in Bethanien. Und sie ist auch deshalb so wichtig, weil Markus die Verkündigung des Evangeliums entscheidend an die Tat dieser Frau anknüpft. Hören wir nun den Text. Ich verwende die Übertragung von Klaus Berger. Jesus hielt sich im Hause Simons des Aussätzigen auf. Als sie bei Tisch waren, kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll kostbaren, feinen Nadenöls herein. Sie zerbrach das Gefäß und träufelte Jesus das Öl auf den Kopf. Einige aber waren empört und sagten, wozu diese Verschwendung? Man hätte dieses Öl für 300 Denare verkaufen und den Erlös den Armen geben können. Und sie machten der Frau Vorhaltung. Jesus aber sagte, lasst sie in Ruhe, hört auf zu schimpfen. Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht immer. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Amen, ich sage euch, überall auf der ganzen Welt, wo das Evangelium verkündet wird, wird man auch ihrer gedenken und erzählen, was sie getan hat. Und nun wollen wir unseren Glauben bekennen und wir tun das hier wie immer, indem wir es singen.
führen wir uns noch einmal die Situation vor Augen. Da kommt eine Frau in eine gemütliche Männerrunde. Stopp! Eigentlich müsste ich hier schon aufhören und dürfte kein Wort mehr darüber verlieren. Denn allein das war nach damaliger Sitte eine unmögliche Sache. Ja, eine unverschämte Grenzüberschreitung. Ein No-Go, wie wir heute sagen würden. Eine Frau hatte da nichts zu suchen. Punkt. Mehr wäre, wie gesagt, darüber nicht zu berichten, wenn Jesus nicht mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht und die Dinge auf den Kopf gestellt hätte. Also gut, mich interessiert, wer ist diese Frau? Wer traut sich sowas? Leider erfahren wir das nicht. Ihren Namen verschweigt Markus genau wie ihren Stand. Manche vermuten, dass sie aus reichem Hause gekommen sein muss, weil sie sich das teure Öl sonst gar nicht hätte leisten können. Ich meine, wir sprechen von einem Wert von 10.000 Euro, nach heutigem Maßstab gerechnet. Auch der Evangelist Lukas hat sich die Frage nach der Profession der Frau gestellt und bezeichnet sie als Sünderin. Also war sie nach seiner Ansicht eine Prostituierte. Und das setzt natürlich auf die ganze Geschichte noch einen drauf. Andererseits war man ja von Jesus schon einiges gewohnt. Gemeinsames Essen und Trinken mit Zöllnern und Huren, alles schon da gewesen. Aber das hier war irgendwie zu viel. Denn diese Frau signalisiert völlig unverhohlen, welche innere Beziehung sie zu Jesus hat. Den Kopf eines Mannes mit Nadenöl zu salben, das war in der orientalischen Welt nichts Ungewöhnliches, aber es war den Bräuten vorbehalten, die ihren Bräutigam salbten, oder den Königen bei ihrer Inthronisation, oder den Leichnamen, die zur Bestattung gesalbt wurden. Und deshalb war das nicht irgendeine Tat, die die Frau da vollbrachte. Diese Geste der Frau hieß: Du bist mir unendlich wichtig. Du bist mir lieb und teuer. Ja, ich liebe dich. Ich werde dich nie vergessen. Auch wenn der Tod schon an die Tür klopft und ich dich verlieren werde, das weiß ich. Ja, du hast etwas Königliches für mich. Nun hätte es ja, wenn es denn unbedingt sein musste, irgendein Öl sein können. Aber nein, die Frau gießt den Lohn eines ganzen Jahres oder vielleicht ihre gesamten Ersparnisse über den Kopf dieses Mannes aus. Und die Jünger sind entsetzt, aber gleichzeitig spürt man so etwas wie Siegesgewissheit in ihrer Antwort. So als wollten sie sagen: So, Jesus, jetzt haben wir dich. Jetzt kannst du nicht mehr, wie schon so oft, all das, was uns lieb und teuer ist, unser ganzes Denken und Tun auf den Kopf stellen. Jetzt stehen wir einmal nicht da wie die Dummen, die es mal wieder nicht begreifen. Jetzt sind wir am Zuge. Wie oft hast du gegen die Reichen und gegen den Reichtum gewettert? Wie oft hast du die Menschen gescholten, die ihren Reichtum nicht teilen wollten? Wie oft hast du uns darauf hingewiesen, dass die Nächstenliebe unser Tun und Lassen bestimmen soll? Bitte, hier verschwendet eine Frau einen ganzen Jahreslohn. Gut, um dir ihre Zuneigung zu zeigen, aber das war dir doch sonst nicht so wichtig. Also bitte, jetzt sag ihr mal, was du von solch einer Verschwendung hältst. Ja, und dann können sie die Antwort Jesu gar nicht abwarten. Wozu diese Verschwendung von Öl bricht es förmlich aus ihnen heraus? Man hätte dieses Öl für 300 Denare verkaufen und den Erlös den Armen geben können. Ja, das ist die Stimme der Vernunft und die Stimme, ja auch die Stimme der Moral. Und sie ist ja nicht einmal falsch, denn es gibt sie ja, die Not der Welt, die nach Lösungen schreit. Es gibt sie ja, die Armen, die man mit dem Geld hätte wirklich versorgen können. Auf der Ebene der Vernunft haben die Jünger recht. Und Jesus, was wird er sagen? Man spürt förmlich, wie die Luft knistert. Lasst sie in Ruhe. Hört auf zu schimpfen. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn Arme
habt ihr alle Zeit bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht immer. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Diese Antwort Jesu, so stelle ich mir vor, muss doch die Jünger wie ein Blitz getroffen haben. So sicher waren sie sich ihrer Sache. Ja, was Jesus sagt, ist in der Tat die Umwertung aller Werte. Denn die gute Tat ist nicht den Erlös aus dem Verkauf des Öls den Armen zu geben, sondern die gute Tat ist das, was die Frau tut, ist die Verschwendung. Wer soll das verstehen? Ich denke, einmal erkennt Jesus, wie kränkend der Rüffel der Jünger für die Frau sein muss. Denn ihre Tat, mag sie für Außenstehende noch so unvernünftig sein, ist eine Tat der Liebe, ist Liebe zum Nächsten. Und ihr Nächster ist nun einmal Jesus. Und sie tut in einer Situation, in der keine Vernunft und kein Kalkül mehr helfen kann, das, was noch getan werden kann. Die Frau weiß natürlich, was die Jünger eigentlich auch wissen müssten. Jesus ist dem Tode geweiht. Er wird Jerusalem nicht lebend wieder verlassen. Die Gewalt, der Hass der Machthaber und die Angst vor diesem Mann und dem, was er verkündet, werden seinen Tod fordern und sie werden ihn bekommen. Die Salbung Jesu ist eine Tat der Liebe, die sich so gleichsam zeichenhaft aufrichtet gegen die zerstörerische Macht, die sich auf Golgatha in ihrer vollen Größe und Unbarmherzigkeit zeigen wird. Diese zerstörerische Macht, die scheinbar die Oberhand behält, wird ins Unrecht gesetzt und entmachtet. Durch die Liebe. Denn diese Tat der Liebe ist in ihrer ganzen Verschwendung ein ins Recht setzen, eine Intronisation dessen, wofür dieser Mann, der da gesalbt wird, gelebt hat. Die verschwenderische Liebe Gottes zu den Menschen. Dafür ist Jesus eingetreten. Und so ist er den Menschen begegnet und dafür wird er einen hohen Preis bezahlen. Diese Liebe Jesu zu den Menschen ist durch und durch unvernünftig. Aber sie wird seinen Tod überleben. Von ihr reden wir noch heute. Ja, sie ist unsere ganze Kraft und Lebensquelle, jeden Tag aufs Neue, wenn wir wollen. Deshalb gehört diese Frau ins Evangelium. Deshalb soll von ihr überall erzählt werden, wo das Evangelium die Botschaft der Liebe Gottes verkündet wird. Und dann kann und dann wird auch das zur Geltung kommen, was den Jüngern so am Herzen liegt. Die verschwenderische Liebe der Frau in Bethanien kann und soll uns anregen und Beispiel sein, wer Jesus so liebt wie sie, und ich füge hinzu, weil er sich von Gott geliebt weiß, der wird auch ein offenes Herz und eine helfende Hand für die haben, die nun auf der Schattenseite des Lebens stehen, denen es schlecht geht, die Hilfe brauchen. Und die gibt es ja in der Tat genügend, heute wie in allen Zeiten. Wer so lebt wie diese Frau und sich so geliebt weiß, der wird nicht aufrechnen, nicht ständig danach fragen. Was bringt das eigentlich? Und was habe ich davon? Und was könnte man nicht alles? Und wer weiß, was passiert? Wer so lebt und wer sich so geliebt weiß, der rechnet nicht auf. Mit einem berühmten Gedicht von Erich Fried schließe ich, weil, wie ich finde, es so schön passt. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe.
Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Und ich füge hinzu, es ist Verschwendung, sagt die Moral. Es ist, was es ist, Liebe. Amen. Vernunft meint, es ist Unsinn und die Moral davon überzeugt ist, es ist Verschwendung, bitten wir darauf zu hören, was die Liebe sagt. Weil die Angst befürchtet, es ist nichts als Schmerz und die Einsicht denkt, es ist aussichtslos, bitten wir darauf zu hören, was die Liebe sagt. Weil der Stolz behauptet, es ist lächerlich, und die Vorsicht warnt, es ist leichtsinnig, bitten wir darauf zu hören, was die Liebe sagt. Weil die Resignation sagt, da wird doch nichts draus. Und die Erfahrung meint, das bringt nichts, bitten wir darauf zu hören,
was die Liebe sagt in der Stille. Wir beten mit den Worten, die Jesus zuerst gebetet hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dann lasst uns um den Segen Gottes bitten. Gott segne euch und Gott behüte euch. Gott lasse leuchten das Angesicht über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe das Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Just